Sie sind die Renner auf der Straße und in den Fahrradläden. 40% aller verkauften Fahrräder sind inzwischen E-Bikes. Ihre Zahl hat sich in kürzester Zeit mehr als vervierfacht. Gut für Gesundheit und Klima, weil dafür immer häufiger das Auto stehen bleibt, wäre da nicht die bisher noch mangelnde Langlebigkeit der neuen Technik. Das Fahrrad ist ein extrem umweltfreundliches Verkehrsmittel. Beim E-Bike stellt sich natürlich die Frage, wie langlebig sind die Batterien? Und da gibt es natürlich noch ein bisschen Luft nach oben. Denn gerade die Akkus machen den Besitzern oft Ärger, sind mit 48,7% die größte Schwachstelle am E-Bike, müssen im Schnitt alle 3 bis 5 Jahre erneuert werden. Bei fest im Rahmen verbauten Akkus kann der Austausch in einer Werkstatt samt Materialkosten schnell 400 bis 500 Euro kosten. Damit eine Batterie länger hält, sollte man sie ruhig auch mal völlig leer fahren. Grundsätzlich ist es so, dass ein Akku jederzeit zwischengeladen werden kann. Ansonsten, wenn er auch mal regelmäßig leer gefahren wird oder ziemlich weit runtergefahren wird, ist es mit Sicherheit vorteilhaft von der Technik her. Zwar will die EU mit einer neuen Batterieverordnung künftig die Langlebigkeit von Geräten durch einen leichteren Akkuaustausch fördern, allerdings sind in der Verordnung E-Bikes bisher nicht vorgesehen. Produkte müssen langlebig, recyclingfähig, reparierbar sein. Das ist für E-Bikes in Bezug auf die Batterie in den Richtlinien, in den Gesetzen so noch nicht festgelegt. Und deswegen sagen wir ganz klar, da ist ein Manko. Das kann nachgearbeitet werden. Ein Manko, das auch Handys und jede andere Technik betrifft. Je reparaturfreundlicher sie ist, desto nachhaltiger lässt sie sich gebrauchen.